Hallo und herzlich willkommen zum Things Tuesday mit dem Spiel Heroes of the Storm. Ah ne. Da draußen ist es dunkel. Kommt in die helle Stube. Mit dem Spiel Headstone. So. Okay, ich habe hier zwei Quests. Einmal Schurkenkrieger und einmal Priester Hexenmeister. Gut. Ich habe das ein bisschen weiter gespielt, zwei, drei Tage. Dadurch habe ich hier ein bisschen mehr Gold, allerdings reicht das noch nicht für die nächste Dingens. Ach. Den habe ich doch schon länger. Steht, dass ich den neu habe. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Käumisch, käumisch. Apropos herstellen. Ich habe ja ein paar Sachen, die könnte ich eigentlich entzaubern, um mir ein bisschen Dinge zu geben. Zum Beispiel da. Könnte ich einmal verkaufen. Erhalte Mana-Kristall. Hey. Ich habe doch hier eine Goldkarte. Warum kann ich nicht die hier einen von denen entzaubern? Genau wie die Bank könnte ich entzaubern, weil da ich zwei Goldkarten von habe. Die Klaue. Was ist das? Warum kann ich die nicht entzaubern? Oder hier. Mal der Wildheit. Mal der Wildheit. Mal der Natur. Den könnte ich auch nochmal. Wildwuchs. Der Wildheit. Mal Wildnis. Wildwuchs habe ich auch viermal da. Heilige Berührung auch. Den habe ich nur zweimal. Die goldenen habe ich nicht davon. Hey Menno. Na. Heilige Berührung, kann ich die? Zorn. Mal der Natur. Die beiden könnte ich normal verkaufen. Die beiden verkaufen. Die beiden. Aber anscheinend nicht. Von Jäger die Fährten lesen und Waldwolf und Arcana Schuss. Fährten lesen, Waldwolf und Arcana Schuss. Wahrscheinlich geht das nicht. Und den auch. Hundemeister. Hundemeister. Muss ich da vielleicht ändern? Nee. Hundemeister war auch noch da. Nepp. Und hier Mehrfachschuss könnte ich auch eigentlich
Aber geht bestimmt auch nicht. Und dann habe ich auch keine Lust mehr nachzuschauen. Ne. So. Dann gehen wir jetzt zurück zum Spiel. Wir wollen Priesthexmeister, Schurkenkrieger. Fangen wir mit Priester an. Machen wir Priester. Erstellen wir ein Deck eines Priesters. Wenn ihr ein wildes Deck erstellt, nein, könnt ihr es nur in wilden Spielen verwenden. Weil ich möchte ein normales Spiel machen, kein wildes Spiel. So, Priester. Da erstellen wir ein Deck. Und wir schauen mal nach. Von denen nehme ich erstmal keinen mit. Von denen auch nicht. Ah, hier sind Karten, die ich noch nicht kenne. Deswegen dauert es ein bisschen länger. Aber nicht der Rede wird. Jetzt geht es ein bisschen schneller wieder. Nehmen wir mal. Ich nehme ja immer meine ganzen Legendären mit und mit Zitonen. Alle, die Zitonen unterstützen, die nehme ich auch mit. Silberdrache. Weil nämlich Zitonen auch ein Silberdrache ist. Deswegen nehme ich die Leute, die Zitonen unterstützen, mit. Halt ganz, ganz easy. Und so fange ich ja immer an, mein Deck aufzubauen. Ich hoffe, ich übersehe hier keinen. Weil das sehe ich dann gleich beim Zurückblättern, ob ich jemanden übersehen habe oder nicht. Hoffe ich zumindest, dass ich das nun sehe. Da ist ein Silberdrachen. Ich sage mir immer, ich muss mir die Silberdrachen mitnehmen. Umsonst sind sie nicht Silberdrache geworden. So, 13 Karten habe ich hier. Das müsste eigentlich passen. So, und jetzt werde ich hier mir alle Leute mitnehmen. Halt alle Leute mitnehmen. Alle Karten, die ich ausspielen kann. Und die dann auf den Platz rumliegen. Die nehme ich alle mit. So, das war's. Dann werde ich jetzt noch mitnehmen. Übernehmen. Ach, hier ist noch einer. Gar nicht gesehen. Hier ist noch einer. Mensch, hab ich hier viele übersehen. So. Also jetzt habe ich einmal übernehmen. Eine Karte zum Übernehmen genommen. Und jetzt drei Karten habe ich noch frei. Jetzt wäre es eigentlich noch sinnvoll, irgendwie eine Karte zu nehmen, die ich... Damit ich eine Karte von ihnen zerstören kann. Bringt eins zum Schweigen, verursacht 5 Schaden, stellt 5 her. Das ist auch ganz gut. Ich glaube, die ist besser. Kann ich mal so sagen. Lege eine Kopie eines zufälligen Dieners aus dem Deck eures Gegners auf dem Schlachtfeld. Ach, hier, nee. Die. Warte, die weg. Das ist 5 Sterne. Heilige Nova. Weg.
So, vernichtet einen Diener mit mindestens 5 Angriff. Die übernehmen wir mit. Übernimmt bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über einen feindlichen Diener mit maximal 3 Angriff. Eure Helmfähigkeit verursacht Schaden, wenn euer Held bereits Schattengestalt angenommen hat. 3 Schaden. Das leg eine Kopie. Ja, das finde ich noch ganz cool. Na, den feindlichen Helden das 5 Schaden zu. Auf deinen zufälligen Fallen Diener herbei, der in der Partie gestorben ist. Das wäre auch cool. Ach, nehmen wir einfach die habe ich nur einmal. So, fertig. Jetzt ist zurück. Jetzt gehen wir auf Spielen. Machen wir schnell Runde mit dem Priester. Und drücke die Daumen, dass ich gewinne. Drücke, drücke, drücke. Und Konzentration. Und hoffen, dass das Internet nicht verschwindet. Und. Anduin! Ach nee. Gegen Anduin! Das ist ja doof. Das Licht wird den Sieg bringen. Das Licht ist mit den Gerechten. Oh, dann die ersten 3 schon mal weg hier. Ich hoffe, jetzt kommen richtige Karten. Ah, auch nicht wirklich, aber egal. Grüße. Euer Zug. Ich kann sowieso nichts machen. Ich bin nicht gerade weggetan. Das war bestimmt der Trainer von Abwehr. 2 davon. Hört ihr seinen Ruf? So. Hört gut hin. So, als nächstes werden wir die rauslegen. Was war denn das? Vernichtet an die. Ja. Ist jemand verletzt? Ich hab ihn geheilt. Hoffentlich lässt er mich jetzt gewinnen. Ja, komm schon. Hier geht's bald heiß her. Oh, schön. So, was mache ich denn jetzt? Ist jemand verletzt? Sofort. Das war's. Okay, das war's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich auf der Hand. Ah, Mist. Jetzt wird eine Karte von mir zerstört. Ah, und kaputt. Voll. Gut gespielt. Das war's. Thank you.
Runde verliere ich. So, jetzt sind schon mal alle im Blicker. Das kann ich gleich schon mal ein paar rausschmeißen. Hört ihr seinen Ruf? Gut gespielt. Flieht schreiend. Was sagt die raus? Ja, mein Gott. Die raus. Die raus. Und die raus. So. Habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz. Oh, schön. Wie viele Finger zeige ich? Habe ich noch nie rausgespielt, die Karte. Gut hin! Übernimmt die Kontrolle über einen Diener mit mindestens zwei Angriff. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Lasst mich eure Meinung ändern. Geht's hier lang? Den schmeiß ich gleich raus. Priester, das Licht dient nun mir. Oh. So, und schmeiß ich den jetzt raus. Ich bringe Leben und Hoffnung. Geht's hier lang? Nein! Ich wäre gespannt, welcher von mir gekriegt hat. Welche kopierten Karten. Fügt euren Helden zwei zufällige Karten aus. Klasse, das Gegner ist jawohl. Okay. Meine Augen sind offen. Kopiert eine Karte aus dem Deck eures Gegners und erhält sie auf die Hand. Ich frage mich, ob... Meine Echos sind ewig. Sechs Stück habe ich noch. Vielleicht einen Freund. Druck. So, jetzt muss ich nächste Runde eigentlich gewinnen. Sag ich mal. Die Symphonie des Grauens beginnt. Wenn er jetzt keine Spottkarte rausschmeißt.
Ihr habt mich besiegt. Gut gespielt. Ja. Yeah. Das war nochmal ein Hunger. Aber nochmal schnell spielen. Ach nee, das dauert zu lange dann. So, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch nicht so dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao!